Yo, was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Heute mal mit einem Tech-Card-Review. Zwar zu der Karte Crane Crane. Tourguide ist ja seit der neuen Liste vom April 2015 auf 1 limitiert worden. Es hat hauptsächlich nur ein Deck geschwächt, und zwar Burning Abyss. Und viele denken halt, dass man Tourguide mit Crane Crane ersetzen könnte. Deswegen heute ein Review-Video zu der Karte. Also Crane Crane ist ein Level 3 Erdemonster, geflügelte Bestie, 300 ATK, 900 Death. Effekt ist, wenn du diese Karte normal beschwörst, kannst du ein Level 3 Monster aus deinem Friedhof wählen, es speziell beschwören und dessen Effekte negieren. Und du kannst halt nur einen Crane Crane Effekt pro Runde einsetzen. Also vom Effekt her relativ ähnlich wie Tourguide, außer dass es halt vom Grave holt anstatt aus dem Deck, was es halt automatisch ein bisschen langsamer macht. Man muss erst was im Grave haben, also erstmal ein Setup aufbauen. Also Crane Crane wurde bisher schon ein bisschen gespielt, und zwar in Plant war es nicht so schlecht. Manchmal halt sogar besser als Tourguide, weil man mit Crane Crane zum Beispiel Card Trooper holen kann und dann dessen Effekt nutzen. Und da ja Millen Kosten sind, kann man halt trotzdem millen. Der kriegt halt dann nicht den Power Boost, aber Millen ist halt das Wichtige im Plant Deck. Das konnte halt Tourguide nicht, und außerdem war er Erde. Dadurch konnte man halt zum Beispiel auf Dreieck-Seed Melia gehen oder sowas. Also schon sehr vielseitig und gar nicht schlecht, die Karte. Und jetzt könnte man sie auch im Burning Abyss Deck spielen, weil das Monster, das halt gespecialt wird, dessen Effekte werden halt negiert. Dadurch werden die Burning Abyss Monster nicht sterben. Genauso wie halt bei Tourguide. Und die Effekte kommen dann im Friedhof trotzdem noch durch. Genauso wie bei Tourguide. Also echt der einzige Unterschied ist, dass Crane Crane aus dem Grave holt und Tourguide aus dem Deck. Und natürlich, dass halt Crane Crane nicht mit Skarm suchbar ist, was halt doch ein relativ großer Nachteil ist. Macht das halt langsamer und inkonstanter, das Deck. Aber es ist halt eine Karte, um zum Beispiel Dante zu machen. Und bessere Optionen gibt es halt nicht. Man kann halt Mathematiker oder so spielen, aber der hilft halt nicht wirklich, um irgendwie Monster zu specialen, weil er das Feld eigentlich blockiert und die Burning Abyss Monster dann sterben würden. Deswegen ist Crane Crane meiner Meinung nach eine ganz gute Option. Kann man auf jeden Fall am Anfang testen. Also falls man überhaupt den Tourguide ersetzen will, also den Effekt von Tourguide und die Aufgabe von Tourguide, dann ist Crane Crane auf jeden Fall ein Versuch wert. Ansonsten, falls Burning Abyss in eine andere Richtung geht, dann wird Crane Crane wahrscheinlich nicht wirklich brauchbar sein. Aber wir werden sehen. Das ist ja das Lustige an der Banlist, dass in der Zeit danach sehr viel rumexperimentiert wird, sehr viel ausprobiert wird und man echt verrückte Sachen sieht. Manche funktionieren, manche nicht. Deswegen bin ich gespannt. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von Crane Crane haltet, ob ihr es spielen würdet. Ansonsten war es das auch schon, Leute. Wie immer, hinterlasst einen Kommentar, liken, subscriben, checkt unsere anderen Videos ab und ciao.